Zugvögel. Wenn sie dahingleiten, werden wir Menschen wehmütig. Die Vögel am Himmel sind wie das Pendel unserer eigenen Lebensuhr. Am liebsten würden wir mit ihnen fliegen. Für die Zugvögel aber ist ihr Nomadentum die Strategie zum Überleben. Tausende von Kilometern ziehen sie der Nahrung hinterher und den besten Chancen für ihren Nachwuchs. Mit Helikoptern und Highspeed-Kameras haben wir die tapferen Vielflieger begleitet. In Zukunft werden uns ihre Abenteuer noch viel mehr verraten, als wir uns heute vorstellen können. Kraniche durch unseren Himmel, aus Skandinavien und dem Baltikum zu Hunderttausenden. Mit Kranichen, die an der deutschen Ostsee brüten, treffen sie sich an großen Kranichrastplätzen und bleiben, solange sie genug Nahrung finden. Würden Sie unsere Blicke nicht mit Ihrem pausenlosen Geschrei anziehen, wir würden Ihre unsichtbaren Vogelstraßen kaum bemerken. Niemand kann sagen, wer Ihre Route bestimmt hat. Kranichforscher aus Estland glauben inzwischen an ein globales Kommunikationsnetzwerk unter Zugvögeln. Jeden Herbst gleiten Tausende von Kranichen über die Hügel des Sauerlands. Werden sie von einem genetischen Zugprogramm getrieben? Von Nachrichten aus dem Kranich-Netzwerk? Der Zug der Kraniche ist noch immer ein Geheimnis. Wir werden ihnen folgen bis in ihr Winterquartier. Auf diesem Hof am Jadebusen wird wissenschaftlicher Nachwuchs ausgebrütet. Doch der ist noch mit profaneren Dingen beschäftigt. Wie geht das nochmal mit der Schale vom Ei? Wenn diese Grauganzküken größer sind, wollen Ornithologen mit ihrer Hilfe die neuesten Mikrosender und Datenlogger ausprobieren. Die messen Flugthermik, Standort oder Herzschlag und senden die Daten an Satelliten. Man sieht, das Projekt lernt gerade erst laufen. Wenn man sich vorstellt, man hätte mal 10.000, 20.000 oder 100.000 Tiere besendet, das ist ein winziger Bruchteil von allen Tieren, dann könnte man wirklich ein Netzwerk von Bojen, von Messsystemen haben, von intelligenten Bojen auf der Welt, die das Leben für uns messen. Grauganzküken lauschen schon im Ei ihrer Umgebung. Deshalb kann man sie leicht auf menschliche Eltern prägen. Rainer Gramberg trifft offenbar den richtigen Ton. Kleine Gänse haben ständig Hunger. Diese hier wiegen kaum mehr als 250 Gramm. In 2 Wochen soll es schon das Fünffache sein. Dafür muss man richtig viel essen. Und noch mehr Verdauungsschläfchen halten. Ornithologen des Max-Planck-Instituts in Radolfzell sammeln Unmengen von Daten, um den Geheimnissen des Vogelzugs auf die Spur zu kommen. Die kleinen Gänse, die an der Nordsee und in einer zweiten Gruppe am Bodensee großgezogen werden, sollen dabei helfen, endlich besser zu verstehen, wie genau Vögel fliegen, woher sie die Energie nehmen für ihre tausende von kilometerlangen Reisen, wo sich Lebens- und Umweltbedingungen gerade ändern und wo die Vögel auf ihren Reisen scheitern.
was ganz anderes. Dazu sollen solche Mikrocomputer auf Vögelrücken sitzen. Wie einst Niels Holgersson im Märchen. Wir wollen bei den Gänsen zuerst mal etablieren, wie das System funktioniert. Das heißt, wie können wir von einem Flug eines Vogels auf die Luftrückschlüsse ziehen? Wenn wir das haben, können wir das so weit vereinfachen, dass wir auch von einfacheren Sendern diese Daten kriegen, also die spezifischen Daten, die wir brauchen. Und dann können wir natürlich in die Masse gehen und sagen, nicht nur die Gans, sondern der Kondor, das Rotkehlchen, der Storch, die Pfuhlschnepfe sollen überall da, wo sie sind, messen und uns diese Daten schicken in eine globale Datenbank, dass wir eben praktisch die Welt über die Tiere vermessen können. Die Welt müssen die Kleinen aber erstmal selbst kennenlernen. Am Bodensee ist Michael Quetting dafür in einen Wohnwagen gezogen, ganz nah zu seinen Küken. Heute geht es zum Einkaufen. Im Gänsemarsch. Viele Körner, genau. Das nehme ich mit. Und nach der Bäckerei zum Pfützenlaufen. Während Michael im 17 Grad kaltem Bodenseewasser einen Neoprenanzug braucht, schwimmen Gloria, Nils, Frieda, Calimero, Paula, Nemo und Martin vertrauensselig mit. Wem es zu kühl wird, der kann schließlich auf den Gänsepapa klettern. Zum Aufwärmen. Und danach spazierwatscheln im Wald. Heute ist Tag 7, wo ich die Küken habe. Bis jetzt nervt es noch nicht. Man muss wirklich seinen Tag im Rhythmus mit den Tieren leben. Wenn man meint, man kann nur zwischendrin irgendwie viele andere Sachen machen, das funktioniert halt nicht. Die Tiere geben einem den Rhythmus vor. Die Tiere haben eine halbe Stunde, 45 Minuten Action und Spielen und die Welt erkunden. Und dann ist wieder eine halbe Stunde, 45 Minuten Schlafen angesagt und Kuscheln angesagt. Und als gute Gänsepapa kann man sich dem natürlich nicht entziehen. Manche Vogeleltern zieht es beim Nestbau hoch hinaus. Und doch in unsere Nähe. 200.000 Weißstorchpaare brüten weltweit. 4.000 davon bei uns. Der Storch, von dem es lange hieß, dass er unsere Babys bringt, gilt in vielen Ländern Europas selbst als gefährdete Art. Bis 5 Eier brüten Storcheneltern aus. Das wäre eigentlich genug, um den Bestand zu sichern. Doch fast überall sterben 2/3 aller Jungstörche gleich auf ihrem ersten Vogelzug im ersten Lebensjahr. In diesem Nest schlüpfen diesen April 5 Storchenkinder und müssen, wie alle Zugvögel, möglichst schnell an Gewicht zulegen. An manchen Tagen verfüttern die gestressten Alten bis zu 1,5 Kilo pro Küken. Die grauen Winzlinge müssen in nur 7 Wochen genauso groß werden wie ihre Eltern. Doch bei aller Liebe, der kurze Sommer zwingt Storcheneltern zu grausamer Strenge. Wer nicht schnell genug wächst und keine Chance hat zu überleben, muss aus dem Nest geworfen werden. So bleibt für die stärkeren Storchenkinder mehr Futter, um kräftig genug zu werden für die große Reise. Ist der Nachwuchs so groß wie die Eltern, dauert es 2 Wochen, bis er flügge wird. Die einzige Zeit, in der Ornithologen Jungstörche im Nest fangen und einen 50 Gramm leichten GPS-Sender umschnallen können. Was Sie hier sehen, sind deshalb die exakten Reiserouten ganz realer Störche. Wer am Rhein aufwächst, nimmt die Westroute durch Frankreich und Spanien nach Afrika. Störche aus dem Norden bevorzugen die Ostroute über die Türkei und Israel. Wir werden Jungstorch Borny und seine 3 Geschwister auf ihrer ersten großen Reise begleiten. Aber fliegen lernen muss jedes Storchenkind für sich allein. Thank you.
Bevor die Storchenkinder endgültig ihrem Zuginstinkt folgen, wird der Nachwuchs besendet. Die kleinen Rucksackrechner zeichnen jede Sekunde bis zu 100 Daten auf, von der Beschleunigung bis zur Pulsfrequenz. Tja, kein Wunder, dass kleine Adibas wie Borny ihren Wissenschaftlern ans Herz wachsen. Borny ist einer, der ziemlich zügig an die Sache rangegangen ist. Wenn man über 2-3 Jahre mitgefiebert hat, wie der praktisch jeden Tag ums Überleben kämpft, dann hat man sich eine andere Beziehung zu ihm, als wenn man ihn nach der Beringung freilässt und vielleicht 5 Jahre später dann einen Brief kriegt, dass er irgendwo tot gefunden worden ist. Mit den Sendern sehen wir natürlich, wie unterschiedlich die Individuen sind. Wir schreiben ja Lebensgeschichten. Und das ist ganz spannend, weil wir natürlich auch dann sehen, der eine ist zum Beispiel ein Expressstorch, der fliegt unglaublich schnell nach Afrika, aber powert sich aus und stirbt. Der andere macht es ganz vorsichtig, ist zu spät, bleibt in Altötting hängen, geht dann irgendwie in den Bauernhof über den Winter, fliegt aber nächstes Jahr in Tschad und nach Äthiopien. Also völlig verrückte Lebensgeschichten, die wir jetzt eben zum ersten Mal auch mit diesen Persönlichkeiten von individuellen Tieren zusammenbringen können. Das Erstaunlichste von allem, die Jungstörche reisen lange vor ihren Eltern ab. Störche kommen mit einem Zug- und Orientierungsprogramm auf die Welt. Und mit der Hoffnung, dass einer in der Reisegruppe schon wissen wird, wo es lang geht. Storch Borny hat die erste Regel des Storchenflugs verinnerlicht. Lass dich von der Thermik tragen. Statt mühselig mit den Flügeln zu schlagen, kreist er in der warmen Luft, die über sonnenbestrahlten Flächen aufsteigt. Oben angekommen, gleitet Borny mit 70 Stundenkilometern vorwärts und abwärts. Auf 450 Metern Flughöhe hält er deshalb Ausschau nach neuen Aufwinden, um dort wieder neu an Höhe zu gewinnen. Über hohen Bergen und über großen Wasserflächen aber gibt es keine Thermik. Und so fliegen Störche fast immer nur über Land. Als Borny am 14. August aufbricht, weiß er nicht, wohin die Reise geht. Er kennt nur die grobe Richtung. Borny in Orange und seine Geschwister Ede, Froni und Süwe reisen jeder für sich, ganz individuell. Bornys Reisegruppe kommt gut voran. Es geht an Freiburg vorbei. Bald ist die Gruppe am Genfersee. Storchenexperte Martin Wikelski ist auch Pilot. Im Rhonetal trifft er auf die besenderten Störche. Irgendwann werden Satellitenablinks solche Reisen überflüssig machen. Dann wird der Ornithologe vom Schreibtisch aus sehen, was Borny gerade so treibt. Eigentlich schade. Bei solch einer Aussicht auf die Rhone. Bei den Störchen haben wir 2 Sensortypen, die uns am meisten erzählen über ihr Leben bzw. was sie gerade machen. Wir haben einen, der uns täglich ein paar Mal die Information schickt, wo ist der Storch gerade, was macht er, ist er mit anderen Störchen zusammen. Ich kann aber auch über die Flügelschlageigenschaften sagen, wie ist das Wetter dort? Ist die Thermik gut, kann er schön fliegen oder ist es bewölkt oder düster, weil ich das natürlich auch über die Solarpaneele sehe, wie viel Sonne kommt an bei dem Storch. Das heißt, ich kann über diese Kombination aus Faktoren, die mir diese kleinen Geräte liefern, sagen, geht es dem Storch gut, was macht er gerade und wie ist die Umwelt in der Gegend, wo er sich gerade aufhält. Bornys Reisegruppe hat inzwischen die Ardèche erreicht, in Südfrankreich. Genau wie seine Geschwister Froni, Süwe und Ede fliegt er zur Rhone-Mündung und in die Camargue. Zum ersten Mal sieht er das Mittelmeer. Die Sender sagen nicht, was Borny von der Gegend hält. Aber für uns scheint es ein Storchenparadies. Wären da nicht ein paar komische, rosastichige Einheimische, die ihr Revier entschieden verteidigen? Borny
Bonnie und seine Mitreisenden sehen hier zum ersten Mal in ihrem Leben Flamingos. In so großer Zahl, dass das Futter nicht für alle reicht. Und so reisen Durchzügler wie Borny nach kurzer Rast weiter über das historische Egmort Richtung Spanien. Bis Gibraltar aber sind es jetzt noch gut 1000 Flugkilometer. Für einen solchen Flug müssen die beiden Gänsegruppen am Jadebusen und am Bodensee erst noch trainieren. Immer den Gänsepapas hinterher. Muskeln sind wichtig, damit die Gänse später fliegen können. Wildlebende Gänse lernen das Fliegen von ihren Eltern. Für die menschlichen Zieheltern ein kleines Problem. Lösen soll es ein Ultraleichtflieger. Daran muss man sich allerdings erstmal gewöhnen. Aufreibend für die Graugans-Teenager. Doch nach und nach akzeptieren sie, dass Papa nun fliegt und dabei Krach macht. Gänse sind Gruppenwesen. Entsprechend groß ist die Fixierung auf den Ersatzvater. Während die Kollegen am Bodensee noch am liebsten duschen, ist die Trainingsgruppe am Jadebusen schon weiter. Die Gänse im Norden heben zum ersten Mal ab. Sieht für Fluglein gut aus. Aber die Flügelschläge sind noch flach und zu hektisch. Kleinste Luftturbulenzen werfen sie aus der Bahn. Fliegen ist für Gänse wie Fahrradfahren für Menschen. Man weiß nicht, warum es funktioniert, aber irgendwann funktioniert es. Weil Gänseflügel an der Oberseite stärker gewölbt sind als an der Unterseite, strömt die Luft oben schneller vorbei als unten. Das erzeugt einen Sog nach oben, einen Auftrieb entgegen der Schwerkraft. Vortrieb entsteht dagegen durch die Bewegung der Flügel. Das kostet natürlich Kraft. Und so sind die Junggänse nach ihrem ersten Flug nicht nur vor Aufregung außer Atem. Martin Wikelski fliegt inzwischen über den Hafen von Set, den Störchen auf der Spur. Unser Heißsporn Borny ist zielsicher ins nächste Feuchtgebiet geflogen, in der Nähe des Yachthafens Empuria Brava in Katalonien. Doch nur einige wenige Störche warten hier durch sumpfige Wiesen und suchen Frösche. Die Mehrheit der Reisenden dreht kurzerhand ab. Zum bequemen Fastfood. Auf offenen Müllkippen finden Störche heute alles, was ihr Herz begehrt. Essensreste, die wir achtlos wegwerfen. Aber eben auch Tiere, die im Müll leben. Der Tisch ist hier reich gedeckt und man speist in guter Gesellschaft. In Spanien und Marokko säumen Müllkippen, die Storchenautobahnen, die Raststätten. An diesem Stopp lässt Martin Wikelski dieses Jahr seine Störche zurück. Ein letztes Mal liest er alle Sender aus Bornys Reisegruppe aus. Schwester Süves Sender aber funkt seit Tagen schon vom selben Fleck. Ihre Reise endet bei Andorra an einer Stromleitung. In Südfrankreich und Spanien haben wir eine ganze Menge völlig ungesicherter Strommasten. Dort geht fast ein Drittel aller Störche verloren. Dann gibt es offensichtlich welche, die zwar von den Segnungen der Müllkippen leben können, aber dort auch unter Umständen irgendwas Gefährliches abkriegen, also Plastik schlucken oder sich verfangen irgendwo oder auch Gift abkriegen. Und ein paar wenige werden auch in der Tat von irgendwelchen Räubern gefressen. Also es gibt inzwischen auch Steinadler, die sich auf Störche offensichtlich spezialisiert haben zur Zugzeit. Borny, Froni und Ede ziehen erstmal weiter. Über die spanische Sierra Richtung Andalusien. Bruder Ede entscheidet sich, den Winter in Spanien zu verbringen. Was ihn ausbremst und seine Geschwister weitertreibt, ist völlig unklar.
Toni und Froni fliegen ohne Zögern die 1000 Kilometer bis zur Straße von Gibraltar, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg nach Afrika. Von Tarifa sind es nur etwa 20 Kilometer bis nach Marokko. Doch für Störche gehört die Meerenge zu den anstrengendsten Etappen ihrer Reise, denn über derart großen Wasserflächen gibt es keine Thermik. Wer hier aus Erschöpfung notlanden muss, ist verloren. Denn Störche können nicht schwimmen und vom Wasser aus nicht starten. Borni und Froni schweben zum ersten Mal über die riesigen Reisfelder von Lachanda. Hier sammeln sie Mut, Kalorien und Reisegefährten für den furchteinflößenden Flug über das Meer. Borni braucht jetzt optimale Windbedingungen, um genug Höhe für das Abenteuer seines Lebens zu gewinnen. Doch was ist hoch genug? Tausende von Jungstörchen warten deshalb hier auf erfahrene Altvögel, um sich ihnen anzuschließen. Manchmal kreisen sie stundenlang, um auf geeignete Thermik zu warten. Warum ein Jungstorch wie Borni die Gefahren kennt, ist bisher ein Rätsel. Ornithologe Alex Onrubia von der Fundación Migres zählt jedes Jahr, wie viele und welche Vögel die Straße von Gibraltar queren. Es ist schon eine interessante Frage, was die Vögel wohl empfinden vor solchen großen Hindernissen. Sie wissen, dass sie auf offener See nicht landen können. Ich denke, sie haben panische Angst vor dem Meer. Die Jungvögel vor allem, die ja keine Ahnung haben, was sie bei der Überquerung erwartet und überhaupt auf der anderen Seite. Am Bodensee ist derweil das Flugtraining der zahmen Graugänse ins Stocken geraten und damit die Testflüge mit den neuen Sendern. Richtige Gänseeltern schaffen es immer, ihren Jungen das Fliegen schmackhaft zu machen. Für wahre Höhenflüge seiner Flugschüler aber muss Ersatzpapa Michael Quetting sich irgendetwas einfallen lassen. Wir mussten irgendeine Methode finden, wie wir die Tiere in große Höhe kriegen, weil wir dann später mit unseren neuen Loggern verschiedene Luftschichten messen wollen. Also wir wollen mal wissen, wie ist die Turbulenz auf 1000 Meter, wie ist sie auf 900 Meter, 800 Meter. Deswegen haben wir uns dann überlegt, wie wäre es denn, wenn ich es mal probiere, mit einer Gans auf dem Schoß zu starten. Je öfter Papa Micha seine Gänsekinder in luftiger Höhe aus dem Flieger wirft, desto besser klappt es. Aus den Messdaten der Sender kann man erkennen, dass die Vögel erst ganz allmählich lernen, wie man beim Fliegen Kraft spart. Eine Junggans wie hier flattert noch etwas hektisch und sehr weit ausholend. Erst nach ein paar Wochen wird ihr Flügelschlag flacher, aber kraftvoller und damit effizienter. An der Straße von Gibraltar zeichnet ein Wolkenband fast exakt die Route nach, die Storch Borni und seine Schwester Froni heute fliegen wollen, von Europa nach Afrika. Immer mehr Störche schweben aus allen Richtungen heran, voller Hoffnungen auf einen guten Flugtag. Gruppen von Hunderten kreisen in der Thermik, um ein letztes Mal mühelos Höhe zu gewinnen und Sicherheit. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Borni eine wirklich große Herausforderung meistern. Und zum ersten Mal ist es gelungen, den Storchenflug nach Marokko zu begleiten. Mit Helikopter und Highspeed-Kamera bleiben wir bei ihm. Thank you.
Bonnies Gruppe verliert auf den ersten Kilometern bereits bedenklich an Höhe. Einige der Störche fangen an, mit den Flügeln zu schlagen. Der offene Schnabel ist ein Zeichen von Atemnot. Wenige Kilometer bis Afrika. Aber Bornys Gruppe sinkt immer bedrohlicher ab. Wale und Delfine folgen unter ihnen ihren eigenen Wanderrouten. Doch im Gegensatz zu Störchen sind sie im Wasser ganz in ihrem Element. Borny kämpft und kämpft. Mit weit offenem Schnabel und viel zu niedrig über dem Meeresblau, das für Störche tödlich ist. Mit aller Kraft versuchen die Störche jetzt irgendwie ihre Höhe zu halten. Jeder Zentimeter zählt jetzt. Der Containerhafen von Tanga. Fast ist es geschafft. Doch jetzt beginnt der wirkliche Überlebenskampf. Vor Anstrengung, Panik oder um ihr Gewicht zu reduzieren, übergeben sich mehrere Jungstörche. Doch am Ende schaffen es alle. Borny steuert jetzt auf die Sahara zu. Wir wollen natürlich mit unseren Sendern sehen, was in den Gebieten passiert, in die wir selber nicht gehen können. Also wenn zum Beispiel ein Storchenschwarm sich im Südsahel in der Wüste trifft und wir sehen, da kann eigentlich nichts anderes sein, außer zum Beispiel Wanderheuschrecken oder deren Larven, dann können wir über die Störche eben bestimmen, wo sind die Ablagefelder der Wanderheuschreckenschwärme. Doch Borny hat erst einmal andere Sorgen. Ein Drittel aller Jungstörche wird die Durchquerung der Sahara nicht überleben. Noch sehen sie wie Außerirdische aus, aber diese Mauerseglerküken werden bald wahre Könige der Lüfte sein. Mauersegler fressen im Flug, sie paaren sich im Flug, sie schlafen sogar im Flug. Für sie vergeht die Zeit wirklich im Flug. Im Turm der fränkischen Burg Abenberg nisten um die 40 Vielfliegerpaare. Und jeder Vogel fängt täglich hunderte von Insekten. Und im Flug rollt er sie zu einer Art Praline für die lieben Kleinen. Unsere rosa Aliens müssen in wenigen Wochen groß und stark werden. Für ein Hochgeschwindigkeitsleben im Schweben. Über 100 km/h schaffen Mauersegler in der Spitze. Tempo 30, sogar noch im Schlaf. Man weiß das alles, seit man auch kleinere Vögel besendern kann. Wie dieses Paar aus Olpe im Sauerland. Das Männchen Max in Blau startet zuerst zum Non-Stop-Flug. Sein Weibchen Mona folgt etwas später. Über Köln fliegt Mona mit ihrer Reisegruppe im Schlaf. Kurze Drehungen um die Längsachse helfen, Fahrt aufzunehmen. Auch dafür muss sie nicht aufwachen. Über Frankreich fliegen beide Richtung Spanien. Schlechtem Wetter weichen sie aus, denn da gibt es weniger Insekten. Von Spanien geht es für Max nach Zentralafrika. Mona fliegt bis an die Südspitze des Kontinents. Monatelang ziehen beide tropischen Regengüssen hinterher und Myriaden von Insekten, die nach jedem Regen aufsteigen. Im Frühjahr geht es zurück zum gemeinsamen Nest im Sauerland. Da sie bis zu 20 Jahre alt werden, kommen die Segler auf eine Lebensflugstrecke von über 4 Millionen Kilometern, 5-mal zum Mond und zurück. Die Graugänse am Bodensee haben den Tag ihrer Bestimmung erreicht.
Die winzigen Sender, die die Gänse auf ihren Rücken tragen, haben die erhofften Referenzdaten geliefert. Nur bei zahmen Gänsen können die Wissenschaftler parallel vom Ultraleichtflieger aus überprüfen, ob die Werte der Sender wirklich zuverlässig sind. Irgendwann in der Zukunft soll aus solchen Daten ein weltumspannendes Netzwerk entstehen, in dem jeder besenderte Vogel in jeder Minute ein genaues Bild der Situation vor Ort liefert. Vielleicht können so eines Tages sogar sich anbahnende Wetter- und Klimakatastrophen frühzeitig erkannt werden. Dank der Vögel, unseren Kundschaftern in der Welt. Kraniche ziehen kaum weiter als bis Südfrankreich oder Spanien. Ein Kinderspiel verglichen mit der Reise der Störche. Diese Kraniche sind auf dem Weg zur Hochebene von Gallocanta. Eine Lagune in menschenleerer Landschaft erwartet sie dort. Kraniche profitieren davon, dass sie uns Menschen meiden. Dadurch umgehen sie instinktiv viele moderne Gefahren. Die Ornithologen rätseln noch, ob die Vorteile des kürzeren Zugs der Kraniche nur durch eine andere genetische Programmierung entstehen. Oder ob Kraniche untereinander über ihre Erfahrungen kommunizieren können. Über die besten Rastplätze, das Wetter, die Lebensbedingungen. ...60.000 Kraniche wurden hier an der Lagune von Gallocanta an einem kühlen Februartag gezählt. An so einem großen Treffpunkt sprechen sich Neuigkeiten unter den kommunikativen Kranichen schnell herum. Kein Wunder, dass die Kranichpopulationen wachsen. In vielen Kulturen heißen die Kraniche die Vögel des Glücks. Vielleicht deshalb, weil der Frühling bald da ist, wenn sie Anfang des Jahres über uns hinwegziehen, auf dem Weg in ihre Brutgebiete in Skandinavien, wo sie uns Menschen genauso aus dem Weg gehen. Ist es gerade mal Dezember und die Phantome der Lüfte genießen es, für sich zu sein. Nur in der Gesellschaft von einigen tausend Artgenossen. Die Reisegruppe von Jungstorch Borny steuert auf die Sahara zu, dem größten Risiko von allen. Ein Drittel aller Jungstörche lässt sein Leben beim Versuch, die Wüste zu überqueren. Foni bleibt dieses Jahr im Norden Marokkos. Borny aber setzt alles auf eine Karte. 10 Tage muss er hungern und dursten auf den 2000 Kilometern über die Sahara. Sandstürme sind die größte Gefahr oder desorientiert irgendwo im Kreis zu fliegen. Borny kommt in Mauretanien vom Weg ab. Aber er kriegt rechtzeitig die Kurve und erreicht das grüne Tal des Niger. Die GPS-Spuren der anderen Westzieherstörche zeigen, dass sie alle in die Feuchtgebiete südlich der Sahara ziehen. Auch die Ostzieher wandern jetzt durch die grünen Savannen südlich der Sahara. Nach Kenia oder Tansania. Zwischen dem Ngorongoro-Krater und der Serengeti sind Millionen von Tieren in jedem Jahr auf einer großen, nie endenden Reise. Unsere Störche aus Schleswig-Holstein aber verdienen wohl den Preis für die weiteste Anreise ins Paradies. Musik.
Störche im Winter ausgerechnet hierher an den Lake Natron in Tansania zieht, die Forschung weiß es bisher nicht. Letztlich wandern alle hier der Nahrung hinterher, egal ob Störche, Pelikane oder Flamingos. Noch immer kann man nur ahnen, welch archaisches Programm die Störche dazu zwingt, Todesgefahren und Hunger auf sich zu nehmen, um hierher zu gelangen. Wenn sich die Störche auf ihren Schlafbäumen sammeln, sehen sie aus wie kleine Sterne. Und so vertraut sie uns auch scheinen, so fern und unbekannt sind sie uns doch. Andere Beziehung zu ihm, als wenn man ihn nach der Beringung freilässt und vielleicht 5 Jahre später dann einen Brief kriegt, dass er irgendwo tot gefunden worden ist. Mit den Sendern sehen wir natürlich, wie unterschiedlich die Individuen sind. Wir schreiben ja Lebensgeschichten. Und das ist ganz spannend, weil wir natürlich auch dann sehen, der eine ist zum Beispiel ein Expressstorch, der fliegt unglaublich schnell nach Afrika, aber powert sich aus und stirbt. Der andere macht es ganz vorsichtig, ist zu spät, bleibt in Altötting hängen, geht dann irgendwie in den Bauernhof über den Winter, fliegt aber nächstes Jahr in Tschad und nach Äthiopien. Also völlig verrückte Lebensgeschichten, die wir jetzt eben zum ersten Mal auch mit diesen Persönlichkeiten von individuellen Tieren zusammenbringen können. Das Erstaunlichste von allem, die Jungstörche reisen lange vor ihren Eltern ab. Störche kommen mit einem Zug- und Orientierungsprogramm auf die Welt. Und mit der Hoffnung, dass einer in der Reisegruppe schon wissen wird, wo es lang geht. Storch Borny hat die erste Regel des Storchenflugs verinnerlicht. Lass dich von der Thermik tragen. Statt mühselig mit den Flügeln zu schlagen, kreist er in der warmen Luft, die über sonnenbestrahlten Flächen aufsteigt. Oben angekommen, gleitet Borny mit 70 Stundenkilometern vorwärts und abwärts. Auf 450 Metern Flughöhe hält er deshalb Ausschau nach neuen Aufwinden, um dort wieder neu an Höhe zu gewinnen. Über hohen Bergen und über großen Wasserflächen aber gibt es keine Thermik. Und so fliegen Störche fast immer nur über Land. Als Borny am 14. August aufbricht, weiß er nicht, wohin die Reise geht. Er kennt nur die grobe Richtung. Borny in Orange und seine Geschwister Ede, Froni und Süwe reisen jeder für sich, ganz individuell. Bornys Reisegruppe kommt gut voran. Es geht an Freiburg vorbei. Bald ist die Gruppe am Genfersee. Storchenexperte Martin Wikelski ist auch Pilot. Im Rhonetal trifft er auf die besenderten Störche. Irgendwann werden Satellitenablinks solche Reisen überflüssig machen. Dann wird der Ornithologe vom Schreibtisch aus sehen, was Borny gerade so treibt. Eigentlich schade. Bei solch einer Aussicht auf die Rhone. Borny und Froni fliegen ohne Zögern die 1000 Kilometer bis zur Straße von Gibraltar, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg nach Afrika. Von Tarifa sind es nur etwa 20 Kilometer bis nach Marokko. Doch für Störche gehört die Meerenge zu den anstrengendsten Etappen ihrer Reise, denn über derart großen Wasserflächen gibt es keine Thermik. Wer hier aus Erschöpfung notlanden muss, ist verloren.
denn Störche können nicht schwimmen und vom Wasser aus nicht starten. Borny und Froni schweben zum ersten Mal über die riesigen Reisfelder von Lachanda. Hier sammeln sie Mut, Kalorien und Reisegefährten für den furchteinflößenden Flug über das Meer. Borny braucht jetzt optimale Windbedingungen, um genug Höhe für das Abenteuer seines Lebens zu gewinnen. Doch was ist hoch genug? Tausende von Jungstörchen warten deshalb hier auf erfahrene Altvögel, um sich ihnen anzuschließen. Manchmal kreisen sie stundenlang, um auf geeignete Thermik zu warten. Warum ein Jungstorch wie Borny die Gefahren kennt, ist bisher ein Rätsel. Ornithologe Alex Onrubia von der Fundación Migres zählt jedes Jahr, wie viele und welche Vögel die Straße von Gibraltar queren. Es ist schon eine interessante Frage, was die Vögel wohl empfinden vor solchen großen Hindernissen. Sie wissen, dass sie auf offener See nicht landen können. Ich denke, sie haben panische Angst vor dem Meer. Die Jungvögel vor allem, die ja keine Ahnung haben, was sie bei der Überquerung erwartet und überhaupt auf der anderen Seite. Am Bodensee ist derweil das Flugtraining der zahmen Graugänse ins Stocken geraten und damit die Testflüge mit den neuen Sendern. Richtige Gänseeltern schaffen es immer, ihren Jungen das Fliegen schmackhaft zu machen. Für wahre Höhenflüge seiner Flugschüler aber muss Ersatzpapa Michael Quetting sich irgendetwas einfallen lassen. Wir mussten irgendeine Methode finden, wie wir die Tiere in große Höhe kriegen, weil wir dann später mit unseren neuen Loggern verschiedene Luftschichten messen wollen. Also wir wollen mal wissen, wie ist die Turbulenz auf 1000 Meter, wie ist sie auf 900 Meter, 800 Meter. Deswegen haben wir uns dann überlegt, wie wäre es denn, wenn ich es mal probiere, mit einer Gans auf dem Schoß zu starten. Ist ein Storchenparadies. Wären da nicht ein paar komische, rosastichige Einheimische, die ihr Revier entschieden verteidigen? Borny und seine Mitreisenden sehen hier zum ersten Mal in ihrem Leben Flamingos. In so großer Zahl, dass das Futter nicht für alle reicht. Und so reisen Durchzügler wie Borny nach kurzer Rast weiter über das historische Egmont Richtung Spanien. Bis Gibraltar, aber sind es jetzt noch gut 1000 Flugkilometer. Für einen solchen Flug müssen die beiden Gänsegruppen am Jadebusen und am Bodensee erst noch trainieren. Immer den Gänsepapas hinterher. Muskeln sind wichtig, damit die Gänse später fliegen können. Wildlebende Gänse lernen das Fliegen von ihren Eltern. Für die menschlichen Zieheltern ein kleines Problem. Lösen soll es ein Ultraleichtflieger. Daran muss man sich allerdings erstmal gewöhnen. Aufreibend für die Graugans-Teenager. Doch nach und nach akzeptieren sie, dass Papa nun fliegt und dabei Krach macht. Gänse sind Gruppenwesen. Entsprechend groß ist die Fixierung auf den Ersatzvater. Während die Kollegen am Bodensee noch am liebsten duschen, ist die Trainingsgruppe am Jadebusen schon weiter. Die Gänse im Norden heben zum ersten Mal ab. Sieht für Fluglein gut aus. Aber die Flügelschläge sind noch flach und zu hektisch.
kleinste Luftturbulenzen werfen sie aus der Bahn. Fliegen ist für Gänse wie Fahrradfahren für Menschen. Man weiß nicht, warum es funktioniert, aber irgendwann funktioniert es. Weil Gänseflügel an der Oberseite stärker gewölbt sind als an der Unterseite, strömt die Luft oben schneller vorbei als unten. Das erzeugt einen Sog nach oben, einen Auftrieb entgegen der Schwerkraft. Vortrieb entsteht dagegen durch die Bewegung der Flügel. Das kostet natürlich ihr Tödliches. Mit aller Kraft versuchen die Störche jetzt irgendwie ihre Höhe zu halten. Jeder Zentimeter zählt jetzt. Der Containerhafen von Tanga. Fast ist es geschafft. Doch jetzt beginnt der wirkliche Überlebenskampf. Vor Anstrengung, Panik oder um ihr Gewicht zu reduzieren, übergeben sich mehrere Jungstörche. Doch am Ende schaffen es alle. Borny steuert jetzt auf die Sahara zu. Wir wollen natürlich mit unseren Sendern sehen, was in den Gebieten passiert, in die wir selber nicht gehen können. Also wenn zum Beispiel ein Storchenschwarm sich im Südsahel in der Wüste trifft und wir sehen, da kann eigentlich nichts anderes sein, außer zum Beispiel Wanderheuschrecken oder deren Larven, dann können wir über die Störche eben bestimmen, wo sind die Ablagefelder der Wanderheuschreckenschwärme. Doch Borny hat erst einmal andere Sorgen. Ein Drittel aller Jungstörche wird die Durchquerung der Sahara nicht überleben. Noch sehen sie wie Außerirdische aus, aber diese Mauerseglerküken werden bald wahre Könige der Lüfte sein. Mauersegler fressen im Flug, sie paaren sich im Flug, sie schlafen sogar im Flug. Für sie vergeht die Zeit wirklich im Flug. Im Turm der fränkischen Burg Abenberg nisten um die 40 Vielfliegerpaare. Und jeder Vogel fängt täglich hunderte von Insekten. Und im Flug rollt er sie zu einer Art Praline für die lieben Kleinen. Unsere rosa Aliens müssen in wenigen Wochen groß und stark werden. Für ein Hochgeschwindigkeitsleben im Schweben. Über 100 km/h schaffen Mauersegler in der Spitze. Tempo 30, sogar noch im Schlaf. Man weiß das alles, seit man auch kleinere Vögel besendern kann. Wie dieses Paar aus Olpe im Sauerland. Das Männchen Max in Blau startet zuerst zum Non-Stop-Flug. Sein Weibchen Mona folgt etwas später. Über Köln fliegt Mona mit ihrer Reisegruppe im Schlaf. Kurze Drehungen um die Längsachse helfen. Am Bodensee ist Michael Quetting dafür in einen Wohnwagen gezogen, ganz nah zu seinen Küken. Heute geht es zum Einkaufen. Im Gänsemarsch. Viele Körner, genau. Das nehme ich mit. Und nach der Bäckerei zum Pfützenlaufen. Während Michael im 17 Grad kaltem Bodenseewasser einen Neoprenanzug braucht, schwimmen Gloria, Nils, Frieda, Calimero, Paula, Nemo und Martin vertrauensselig mit. Wem es zu kühl wird, der kann schließlich auf den Gänsepapa klettern. Zum Aufwärmen. Und danach spazierwatscheln im Wald. Heute ist Tag 7, wo ich die Küken habe. Bis jetzt nervt es noch nicht. Man muss wirklich seinen Tag im Rhythmus mit den Tieren leben. Wenn man meint, man kann nur zwischendrin irgendwie viele andere Sachen machen, das funktioniert halt nicht. Die Tiere geben einem den Rhythmus vor. Die Tiere haben eine halbe Stunde, 45 Minuten
Action und Spielen und die Welt erkunden. Und dann ist wieder eine halbe Stunde, 45 Minuten Schlafen angesagt und Kuscheln angesagt. Und als gute Gänsepapa kann man sich dem natürlich nicht entziehen. Manche Vogeleltern zieht es beim Nestbau hoch hinaus. Und doch in unsere Nähe. 200.000 Weißstorchpaare brüten weltweit. 4.000 davon bei uns. Der Storch, von dem es lange hieß, dass er unsere Babys bringt, gilt in vielen Ländern Europas selbst als gefährdete Art. Drei bis fünf Eier brüten Storcheneltern aus. Das wäre eigentlich genug, um den Bestand zu sichern. Doch fast überall sterben zwei Drittel aller Jungstörche gleich auf ihrem ersten Vogelzug im ersten Lebensjahr. In diesem Nest schlüpfen diesen April fünf Storchenkinder und müssen, wie alle Zugvögel, möglichst schnell an Gewicht zulegen. An manchen Tagen verfüttern die gestressten Alten bis zu 1,5 Kilo pro Küken. Die grauen Winzlinge müssen in nur 7 Wochen genauso groß werden wie ihre Eltern. Doch bei aller Liebe, der kurze Sommer zwingt Storcheneltern zu grausamer Strenge. Wer nicht schnell genug wächst und keine Chance hat zu überleben, muss aus dem Nest geworfen werden. So bleibt für die stärkeren Storchenkinder mehr Futter, um kräftig genug zu werden für die große Reise. Unser Heißsporn Borny ist zielsicher ins nächste Feuchtgebiet geflogen. In der Nähe des Yachthafens in Puria Brava in Katalonien. Doch nur einige wenige Störche warten hier durch sumpfige Wiesen und suchen Fische. Die Mehrheit der Reisenden dreht kurzerhand ab. Zum bequemen Fastfood. Auf offenen Müllkippen finden Störche heute alles, was ihr Herz begehrt. Essensreste, die wir achtlos wegwerfen. Aber eben auch Tiere, die im Müll leben. Der Tisch ist hier reich gedeckt und man speist in guter Gesellschaft. In Spanien und Marokko säumen Müllkippen, die Storchenautobahnen, die Raststätten. An diesem Stopp lässt Martin Wikelski dieses Jahr seine Störche zurück. Ein letztes Mal liest er alle Sender aus Bornys Reisegruppe aus. Schwester Süves Sender aber funkt seit Tagen schon vom selben Fleck. Ihre Reise endet bei Andorra, an einer Stromleitung. In Südfrankreich und Spanien haben wir eine ganze Menge völlig ungesicherter Strommasten. Dort geht fast ein Drittel aller Störche verloren. Dann gibt es offensichtlich welche, die zwar von den Segnungen der Müllkippen leben können, aber dort auch unter Umständen irgendwas Gefährliches abkriegen, also Plastik schlucken oder sich verfangen irgendwo oder auch Gift abkriegen. Und ein paar wenige werden auch in der Tat von irgendwelchen Räubern gefressen. Also es gibt inzwischen auch Steinadler, die sich auf Störche offensichtlich spezialisiert haben zur Zugzeit. Borny, Froni und Ede ziehen erstmal weiter. Über die spanische Sierra Richtung Andalusien. Bruder Ede entscheidet sich, den Winter in Spanien zu verbringen. Was ihn ausbremst und seine Geschwister weitertreibt, ist völlig unklar. Borny und Froni fliegen ohne Zögern die 1000 Kilometer bis zur Straße von Gibraltar, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt auf dem Weg nach Afrika. Von Tarifa sind es nur etwa 20 Kilometer bis nach Marokko. Doch für Störche gehört die Meerenge zu den anstrengendsten Etappen ihrer Reise. Denn über derart großen Wasserflächen gibt es keine Thermik. Wer hier aus Erschöpfung notlanden muss, ist verloren. Denn Störche können nicht schwimmen und vom Wasser aus nicht starten. Borny und Froni schweben zum ersten Mal über die riesigen Reisfelder von Lachanda. Hier sammeln sie Mut, Kalorien und Reisegefährten für den furchteinflößenden Flug über das Meer. Borny. Auf 450 Metern Flughöhe hält er deshalb Ausschau nach neuen Aufwinden, um dort wieder neu an Höhe zu gewinnen. Über hohen Bergen und über großen Wasserflächen aber gibt es keine Thermik.
und so fliegen Störche fast immer nur über Land. Als Borny am 14. August aufbricht, weiß er nicht, wohin die Reise geht. Er kennt nur die grobe Richtung. Borny in Orange und seine Geschwister Ede, Froni und Süwe reisen jeder für sich, ganz individuell. Bornys Reisegruppe kommt gut voran. Es geht an Freiburg vorbei. Bald ist die Gruppe am Genfersee. Unser Storchenexperte Martin Wikelski ist auch Pilot. Im Rhonetal trifft er auf die besenderten Störche. Irgendwann werden Satellitenablinks solche Reisen überflüssig machen. Dann wird der Ornithologe vom Schreibtisch aus sehen, was Borny gerade so treibt. Eigentlich schade, bei solch einer Aussicht auf die Rhone. Bei den Störchen haben wir zwei Sensortypen, die uns am meisten erzählen über ihr Leben bzw. was sie gerade machen. Wir haben einen, der uns täglich ein paar Mal die Information schickt, wo ist der Storch gerade, was macht er, ist er mit anderen Störchen zusammen. Ich kann aber auch über die Flügelschlageigenschaften sagen, wie ist das Wetter dort? Ist die Thermik gut, kann er schön fliegen oder ist es bewölkt oder düster, weil ich das natürlich auch über die Solarpaneele sehe, wie viel Sonne kommt an bei dem Storch. Das heißt, ich kann über diese Kombination aus Faktoren, die mir diese kleinen Geräte liefern, sagen, geht es dem Storch gut, was macht er gerade und wie ist die Umwelt in der Gegend, wo er sich gerade aufhält. Bornys Reisegruppe hat inzwischen die Ardèche erreicht, in Südfrankreich. Genau wie seine Geschwister Froni, Süwe und Ede fliegt er zur Rhone-Mündung und in die Camargue. Zum ersten Mal sieht er das Mittelmeer. Die Sender sagen nicht, was Borny von der Gegend hält, aber für uns scheint es ein Storchenparadies. Wären da nicht ein paar komische, rosastichige Einheimische, die ihr Revier entschieden verteidigen, liefert? Vielleicht können so eines Tages sogar sich anbahnende Wetter- und Klimakatastrophen frühzeitig erkannt werden. Dank der Vögel, unseren Kundschaftern in der Welt. Kraniche ziehen kaum weiter als bis Südfrankreich oder Spanien. Ein Kinderspiel verglichen mit der Reise der Störche. Diese Kraniche sind auf dem Weg zur Hochebene von Gallocanta. Eine Lagune in menschenleerer Landschaft erwartet sie dort. Kraniche profitieren davon, dass sie uns Menschen meiden. Dadurch umgehen sie instinktiv viele moderne Gefahren. Die Ornithologen rätseln noch, ob die Vorteile des kürzeren Zugs der Kraniche nur durch eine andere genetische Programmierung entstehen. Oder ob Kraniche untereinander über ihre Erfahrungen kommunizieren können. Über die besten Rastplätze, das Wetter, die Lebensbedingungen. ...60.000 Kraniche wurden hier an der Lagune von Gallocanta an einem kühlen Februartag gezählt. An so einem großen Treffpunkt sprechen sich Neuigkeiten unter den kommunikativen Kranichen schnell herum. Kein Wunder, dass die Kranichpopulationen wachsen. In vielen Kulturen heißen die Kraniche die Vögel des Glücks. Vielleicht deshalb, weil der Frühling bald da ist, wenn sie Anfang des Jahres über uns hinwegziehen, auf dem Weg in ihre Brutgebiete in Skandinavien, wo sie uns Menschen genauso aus dem Weg gehen.
Noch aber ist es gerade mal Dezember und die Phantome der Lüfte genießen es, für sich zu sein. Nur in der Gesellschaft von einigen tausend Artgenossen. Die Reisegruppe von Jungstorch Borny steuert auf die Sahara zu, dem größten Risiko von allen. Ein Drittel aller Jungstorche lässt sein Leben beim Versuch, die Wüste zu überqueren. Foni bleibt dieses Jahr im Norden Marokkos. Während die Kollegen am Bodensee noch am liebsten duschen, ist die Trainingsgruppe am Jadebusen schon weiter. Die Gänse im Norden heben zum ersten Mal ab. Sieht für Fluglein gut aus. Aber die Flügelschläge sind noch flach und zu hektisch. Kleinste Luftturbulenzen werfen sie aus der Bahn. Fliegen ist für Gänse wie Fahrradfahren für Menschen. Man weiß nicht, warum es funktioniert, aber irgendwann funktioniert es. Weil Gänseflügel an der Oberseite stärker gewölbt sind als an der Unterseite, strömt die Luft oben schneller vorbei als unten. Das erzeugt einen Sog nach oben, einen Auftrieb entgegen der Schwerkraft. Vortrieb entsteht dagegen durch die Bewegung der Flügel. Das kostet natürlich Kraft. Und so sind die Junggänse nach ihrem ersten Flug nicht nur vor Aufregung außer Atem. Martin Wikelski fliegt inzwischen über den Hafen von Set. Den Störchen auf der Spur. Unser Heißsporn Borny ist zielsicher ins nächste Feuchtgebiet geflogen. In der Nähe des Yachthafens in Puria Brava in Katalonien. Doch nur einige wenige Störche warten hier durch sumpfige Wiesen und suchen Frösche. Die Mehrheit der Reisenden dreht kurzerhand ab. Zum bequemen Fastfood. Auf offenen Müllkippen finden Störche heute alles, was ihr Herz begehrt. Essensreste, die wir achtlos wegwerfen. Aber eben auch Tiere, die im Müll leben. Der Tisch ist hier reich gedeckt und man speist in guter Gesellschaft. In Spanien und Marokko säumen Müllkippen, die Storchenautobahnen, die Raststätten. An diesem Stopp lässt Martin Wikelski dieses Jahr seine Störche zurück. Ein letztes Mal liest er alle Sender aus Bornys Reisegruppe aus. Schwester Süves Sender aber funkt seit Tagen schon vom selben Fleck. Ihre Reise endet bei Andorra, an einer Stromleitung. In Südfrankreich und Spanien haben wir eine ganze Menge völlig ungesicherter Strommasten. Dort geht fast ein Drittel aller Störche verloren. Dann gibt es offensichtlich welche, die zwar von den Segnungen der Müllkippen leben können, aber dort auch unter Umständen irgendwas Gefährliches abkriegen, also Plastik schlucken oder sich verfangen irgendwo oder auch Gift abkriegen. Und ein paar wenige werden auch in der Tat von irgendwelchen Räubern gefressen. Also es gibt inzwischen auch Steinadler, die sich auf Störche